Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen von Natascha Gikas, meiner Kollegin vom Filmmuseum, und im Namen des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften sehr herzlich zu unserem zweiten Filmabend in unserer Reihe Der deutsche Herbst 1977. Wir zeigen heute, wie Sie wissen, den Film Brandstifter, aber auch einen Vorfilm kann man nicht sagen, sondern vorab einen Film, nämlich Ihre Zeitungen von Harun Faruqi. Die Einführung übernimmt mein Kollege Rembert Hüser. Lieber Rembert, schön, dass du da bist. Er ist Professor für Medienwissenschaft am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Goethe-Universität und war zuvor Associate Professor an der University of Minnesota. Die Zeit, um die es heute geht, also die Zeit 1967 fortfolgende gewissermaßen, die Dekade zwischen 67 und 77, interessiert ihn persönlich sehr. Und er hat sich, als ich ihn gefragt habe, ob er im Rahmen unserer diesjährigen Filmreihe eine Einführung übernehmen möchte, sofort bereit erklärt. Darüber freue ich mich sehr. Leider hat er den Film Brandstifter, den haben wir vorab nicht mehr bekommen können, rechtzeitig. Er kennt sich natürlich insoweit aus, aber er hat auch den Film, wie wir alle, nicht gesehen und freut sich deshalb ganz besonders auf diesen heutigen Filmabend. Lieber Rembert, ich gebe dir das Wort. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, schönen Abend, schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Und Sie erleben jetzt die hohe Kunst, wie man über einen Film redet, den man noch nie gesehen hat. Ich habe mich sehr über die Programmierung gefreut. Also Brandstifter ist ein Film, den ich immer schon mal gern sehen wollte, von dem ich eigentlich nur eine einzige Dialogzeile kannte. Und der Vorfilm ist mir vertraut und ich versuche ein bisschen was zu diesem Rahmen zu erzählen, auch von dem Rahmen von 1967 bis 1969, also im Übergang von, also wenn Teile der Studentenbewegung militant werden, was passiert da eigentlich? Und ich finde es ganz interessant, sich das einmal aus der Perspektive dieser Jahre anzuschauen und nicht die beiden großen Etiketten 1968 und RAF sofort an beiden Seiten zu haben. Ich möchte erst was zu dem Vorfilm sagen, Ihre Zeitung. Und Harun Faruqi hat sich zum späteren Zeitpunkt den Film, also um 2000 rum, den Film nochmal angeschaut. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm, mit dem ich anfangen möchte. Es lautet, ich habe mir den Film vor ein paar Jahren angeguckt und der hat mir gut gefallen, obwohl der ja eigentlich so peinlich ist. Diese Grundidee, dass wir von Springer so unterdrückt werden wie die Vietnamesen von den Bomben, ist ja eigentlich haarsträubender Unsinn. Trotzdem hat das Ding irgendwie Power. Dieser alte Mann, der in den Zeitungen rumstochert, ist mir in Erinnerung geblieben. Zeitende, also Faruqi um 2000. Und das geht mir auch so. Ich finde das einen sehr, sehr tollen Film, also Ihre Zeitung. Und vielleicht kann man überlegen, woher die Kraft dieses Filmes im Einzelnen herrührt, wenn auch einige dieser Thesen, die da drin vertreten werden, nicht unbedingt aufrechterhalten werden könnten, wahrscheinlich, wenn man sich genau anguckt. Also der Film selber ist noch eine Studierendenarbeit von Faruqi, die hat er als Student an der DFFB gedreht, 1967, das war also noch vor den ersten ganz kanonischen Filmen von Faruqi. Also er hat dann einen Film wie Nicht löschbares Feuer, ist von 1969, und mit derselben Thematik auf die ich jetzt noch zu sprechen komme, setzt er sich bis Anfang der 80er Jahre auseinander, wo er einen Film dreht, der heißt Etwas wird sichtbar, wobei Etwas dann das Kürzel für Vietnam ist. Worum es in all diesen Filmen, in diesen frühen Filmen von Faruqi geht, was überhaupt eigentlich eine der großen Fragen dieser Zeit war, sind Übersetzungsverhältnisse. Das heißt, es ging damals darum, wie man den Protest gegen den Vietnamkrieg und gegen den Einsatz von Napalm, wie man den in Deutschland transparent machen kann. Das heißt, die Frage war, wie kann man die Bilder aus Vietnam durch Bilder in Deutschland ersetzen? Also das wird dann von Faruqi in ganz verschiedenen Filmen durchgespielt. Und in diesem Film, den wir nachher sehen werden, ist das eben auch eins der zentralen Themen. Also wie können wir überhaupt das, was da im Einzelnen passiert, hier in Deutschland begreifen?
zu, also Farrucki ist 1967, Farrucki gehört zu den wenigen Studierenden, die von der DFFB relegiert worden sind als Studierender. Er hat viel in seinen Filmen auch mit Holger Mainz zusammengearbeitet, der als Kameramann da studiert hatte. Und zu der Zeit 67 war er sehr stark beeinflusst auch von Godard's La Chinoise, der auch von 1967 ein Film ist, der eigentlich schon das Problem oder die Optionen der sich auflösenden Studierendenbewegung in ganz verschiedenen Gruppen auseinanderfällt und allen die Frage des Militantenflügels eigentlich schon ziemlich scharfsinnig diskutiert hat. Also und in dem Film kann man dann auch sehen, wenn Sie La Chinoise von Godard kennen, gibt es auch direkte Bezugspunkte darauf. Was interessant ist in diesem Film, ich möchte nur einen Tipp geben, achten Sie noch darauf, es gibt eine sehr interessante Anverwandlung des berühmten Spiels Schnick, Schnack, Schnuck oder eben Schere, Stein, Papier, das ist relativ zentral da. Und Schere, Stein, Papier ist ja eigentlich normalerweise ein Spiel, was einem bei Entscheidungshilfen, wenn man nicht richtig weiß, wie man eine Situation irgendwie lösen soll, helfen soll. Und das wird jetzt eben in dieser selbstverstandenen revolutionären Situation wie das durchgespielt. Also es ist, das heißt, es geht ja bei Schnick, Schnack, Schnuck um Symbole, die man mit der Hand darstellen kann. Und es geht dann einfach darum, wie dass kein Symbol letztlich gegen alle Symbole gewinnen kann, sondern man weiß nicht, wie der andere, der an dem Spiel teilnimmt, welches Symbol er sich entschieden hat. Und deshalb ist es nicht klar, ein Symbol kann immer das andere auch mit ausschalten. Das ist in dem Spiel, in dem Film ganz interessantes Thema. Und das hat, glaube ich, auch etwas von dieser Unentschiedenheit dieser Situation mit diesen Jahren zu tun. Ich komme jetzt zu dem Film Brandstifter von 1969, den ich ein bisschen umschreiben muss, weil ich ihn eben noch nie gesehen habe. Was ich von dem Film kenne, das war eigentlich ist eine Dialogszene und ich möchte sie endlich mal auf der Leinwand sehen. Die wir uns früher immer schon erzählt hatten. Also so der Film hat zwei Protagonistinnen, gespielt von Margit von Trotter und Iris Berben. Und es gibt eine Dialogszene, wo Iris Berben gefragt wird von einem anderen Schauspieler, nämlich, was machst du denn so? Und dann sagt sie, ich mache nicht mit. Und das hat mir immer gut gefallen. Die interessante Sache ist jetzt, wenn man sich einfach die Situation überlegt, der Film ist von 1969, also er wählt erstmal die Perspektive von zwei Protagonistinnen. Das ist sehr interessant, auch schon allein vor dem Hintergrund, weil es Ende der 60er Jahre zur Abkopplung des Feministenflügels vom SDS kommt. Das heißt, es kommt zur Entstehung der zweiten Frauenbewegung, was sehr, sehr toll in dem Film Der subjektive Faktor von Helke Sander dargestellt ist. Also es gibt den legendären sogenannten Tomatenwurf auf der SDS-Delegiertenkonferenz hier in Frankfurt im September 68. Und es gibt dann im November desselben Jahres gibt es dann die Gründung des Frankfurter Weiberrats auf der nächsten SDS-Delegiertenkonferenz, die damals den legendären Slogan hatte, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Und es ging einfach darum, um eine Auseinandersetzung mit dem Grundwiderspruch. Also es hatte auch was mit marxistischer Theoriebildung zu der Zeit zu tun, dass der Ausgangspunkt war, dass es gibt nicht einen grundsätzlichen Konflikt, mit dessen Lösung im Prinzip alle anderen Konflikte gleichzeitig mitgelöst sind. Das heißt, selbst wenn man darauf hinarbeiten könnte, dass den Konflikt von Kapital und Arbeit oder den Grundwiderspruch von Kapital und Arbeit zu lösen, hat man damit noch lange nicht auch zum Beispiel Fragen von Gender, von Emanzipation im Einzelnen gelöst. Und die Diskussion war ja damals, wie kommt es, dass ihr euch für alle Konflikte in der Welt im Einzelnen engagiert und ihr kommt nach Hause und ihr seid einfach blöde Machos. Das heißt, überprüft eure Praxis eigentlich mal auch an eurem eigenen Verhalten. Es gibt einfach mehr Konflikte. Und das heißt, jetzt die Situation von diesen Übersetzungsverhältnissen ist, dass eine der zentralen Metaphern zur Zeit ist Napalm. Das heißt, es geht immer auch um die Art und Weise, wie kann man auch so etwas wie diese verheerenden Folgen von Napalm
in Vietnam in Deutschland darstellen. Es hatte ein etwas, 1967 hatte in Brüssel ein Kaufhaus gebrannt und es sind 322 Leute gestorben dabei. Daraufhin hat die Kommune ein Flugblatt veröffentlicht, dass diese Situation zum ersten Mal, also diese brennenden Menschen will zum ersten Mal auch den Leuten hier klar machen, was brennende Menschen eigentlich im Einzelnen heißt. Und es gibt dann in der Folge eine ganze Serie eigentlich von Brandanschlägen. Die sind, das ist in Frankfurt gibt es eine ganze Reihe. Es gibt Astrid Proll und andere hatten 1968, wie sie selber beschreibt, in ihren Erinnerungen als eine erste Mutprobe einen Brandsatz ins Amerika-Haus, also das heutige Cervantes-Zentrum, gelegt und war damit Teil der Gruppe. Das war so eine Art Aufnahmeritual. Am 2. April 68 kommt es zu den berühmten Kaufhaus Brandstiftung an der Zeil, also ein Kaufhaus M. Schneider und der Kaufhof sind nachts von Bader und Enslin und anderen angesteckt worden. Es hat beträchtlichen Sachschaden gegeben, aber es war eben nachts, also Leute sind zum Glück nicht zum Schaden gekommen. Es gab dann den ersten Prozess gegen diese Gruppierung zu dem Zeitpunkt. Also es ist auch gleichzeitig, wenn man sich die Fotos anguckt, ein großes Bohème-Spektakel auch war. Das heißt, es ging um eine Mischung von einfach revolutionärer Strategie und Bohemian-Praxis. Also, und das ist relativ interessant, sich das anzuschauen. Aus einer heutigen Perspektive. Es ist dann so, dass das Revision gegen das Urteil eingelegt wurde. Dann also Bader und Enslin haben zu der Zeit sehr stark sich mit Jugendlichen beschäftigt in Erziehungsheimen. Das war auch ein Projekt, zu dem Ulrike Meinhof damals Filme gedreht hatte. Und als die Revision abgelehnt wurde, sind sie dann abgetaucht, sind nach Paris gegangen erst dann auch über Italien, also dann in den Untergrund abgetaucht. Das ist total interessant, sich in diesem Kontext auch anzugucken. Also Astrid Proll hat 1998 ein Band rausgegeben mit in dem Sinne Fotos. Der Band heißt Hans und Grete. Das sind einfach Fotos der RAF im Augenblick der noch nicht RAF im Augenblick des Untertauchens. Also Bader, Enslin, dann Proll in Paris. Es sind unglaublich spannende, tolle Fotos, sehr energetische Fotos eigentlich von so einer politischen Bohème-Gruppe. Das ist ganz interessant. Also mich interessiert sehr stark, wie dieser Radikalisierungsprozess eigentlich dann nachher abgelaufen ist. Und es ist jetzt die interessante, und das ist jetzt ungefähr also der Zeitpunkt, in dem jetzt also Lemke diesen Film macht. Es gibt ja jetzt verschiedenes neues Material. Ich weiß nicht, ob Sie es in Zeitungen verfolgt haben. Es gibt Die haben jetzt die Akten der Deutschen Studienstiftung freigegeben. Die letzte Diskussion war, wie konnte es sein, dass die alles Studienstifter des deutschen Volkes waren? Wieso kriege ich? Finde ich eine etwas verfehlte Diskussion aus der heutigen Perspektive. Ich finde, man muss etwas die Situation von 1969 etwas klarer machen. Und aber da kann man ja nachher im Einzelnen drüber reden. Also jedenfalls Klaus Lemke jetzt, es ist ein Klaus Lemke gehört eigentlich einer Bohemien-Szene an. Er ist selber betont anti-intellektuell. Also es ist etwas, was er selber sagt. Also ob das alles stimmt, weiß man nicht. Also das müsste man an seinen Filmen überprüfen. Auf jeden Fall der Gestus ist das. Gehört ursprünglich zur neuen Münchner Gruppe. Er hatte selber das Label von er ist der König vom Schwabing und hatte mit seinem ersten Film von 1967, 48 Stunden nach Acapulco, Furore gemacht und auch, ich glaube, einen Filmpreis gekriegt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber jedenfalls, Lemke arbeitet normalerweise improvisiert viel, arbeitet viel mit Laiendarstellern und bringt jetzt genau dieses Übersetzungsmodell, also dieses Brandstifter, was schon in dem Titel ist, macht er zum Kern des Sims und hat eben zwei Protagonistinnen, eben Iris von Berben und also Margarete von Trotter und Iris Berben, die äh, äh,
diese Rollen spielen. Lemke selber wird in den 70er Jahren, hat er eigentlich erstmal die größte Reputation, dreht Filme wie, wie Rocker, das ist eine Auseinandersetzung von einer Rockerbande im Kiez, und dann Amore mit Cleo Kretschmer wird in den letzten Jahren jetzt verstärkt als politisches Moment eingesetzt. Also es ist ein Symbol dafür geworden, dass man möchte endlich den intellektuellen Autorenfilm loswerden. Das Gegenmodell ist die Münchner Gruppe, das ist dann Enke und Spilz und dann eben Lemke. Und da ist es das ist, glaube ich, ein Spiel, was man nicht unbedingt mitspielen muss. Also es ist, trotzdem ist es interessant, sich jetzt gerade diese Perspektive, Bohemtum und Politik in diesen Jahren auf eine ganz merkwürdige Art und Weise mischen, ist interessant, sich anzuschauen. Von Lemke selber habe ich ein Zitat gefunden, was ich ganz interessant fand. Ich fand Amerika in diesen Jahren so cool, dass ich gerne in Vietnam einmarschiert wäre und dagegen protestiert hätte. Schönen Dank.